Hallo und herzlich willkommen zu meinem Review zu dem Mini-Zanchi, der 50mm Variante. Und ja, gekauft habe ich ihn auf cubicon.de, kam nach 2 Tagen, wie gewöhnlich. Und ja, der Speed ist wirklich sehr gut, wie man es von Zanchi erwartet. Hier der große, kann ich gerade nicht machen, da ich ihn auseinandergebaut habe für gleich. Und ja, so, das Corner Cutting ist richtig gut. 50 Grad schaffte ganz locker. Reverse. 3/4 Cubi schafft er auch. Aber nicht mehr. Also schon sehr gut für so einen kleinen. Ja. Die Steine, was ich zeigen wollte, sehen so aus. Zu dem großen Vater. Dem 57mm. Auch. Ziemlich klein dagegen. Und zu dem 55mm natürlich auch. Gut, die Ecke. Sieht genauso aus wie bei den anderen. Nur eben kleiner. Ja, gut. Poppen tut er nicht, wegen den Torpedos, also sehr gut, also ich kann hier echt so übertrieben ein bisschen mehr als 50 Grad und er poppt einfach nicht, egal was ich mache, deswegen sehr gut. Und die Verarbeitung von den Stickern sind auch sehr gut und auch das Plastik. Hier und da und da. Und gut, das war mein Review. Fazit ist, es ist ein sehr, sehr schöner Cube. Auch zum Zwischendurch-Cuben, wenn man unterwegs ist, in der Bahn oder in dem Bus, weil er ziemlich klein ist und in die Hosentasche passt. Gut, das war mein Review. Der Größenvergleich, den habe ich noch vergessen, ganz wichtig. Ich baue kurz mal hier den Vater zusammen. Also normale Cube-Größe zu dem hier ist so. Sieht man da. Und zum Mini-Dian-Sheng mache ich auch noch. Denn den haben bestimmt auch ein paar. Ja, ein bisschen kleiner, der Mini-Dian-Sheng. Gut, das war mein Review. Ich hoffe, es hat euch gefallen und jetzt kommt noch das Outro. Und bitte bewertet das Intro auch. Ja, gut, das war mein Review. Tschüss.